Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Leben auf dem Bauernhof auf der Walchen 2K20. So, heute geht's ans Eingemachte. Heute müssen wir das Gras einfahren. So, schwader mal weg. Aber auf dem MF vorne den Anhänger holen. Den Ladewagen. So, ich habe nämlich Bock, heute mal mit dem MF zu fahren. Deshalb nehmen wir halt einfach mal ein bisschen die ältere Technik. Zack. Und, so, dann schauen wir mal. Fangen wir mal an, hier ein bisschen Gras zu laden. So, gucken wir mal. Pickup, runter, anschalten. Und schon wird das Gras hier in den Anhänger buxiert. Sehr schön. Oh, jetzt kommt eine Riesenschwad. Oh, oh. Da hebt der MF fast ab. Mal, dass wir damit jetzt nicht 10-mal hin und her fahren müssen, sondern dass der Ladewagen doch ein bisschen mehr Platz hat, wie er aussieht. Wie viel geht denn da rein, ey? 15.000 Liter. Auf jeden Fall ein sehr nices Bild. So, dann ab zum Fahrsilo. Ah, die Landluft, ey, die ist grandios, grandios. Hey, warte mal, kann ich da nicht auch... Ah ne, ist ja Gras. Gras haben wir ja voll auf der Weide. So. Ich bin nur am überlegen, ob wir hier jetzt rückwärts reinfahren. Ich glaube, das machen wir einfach. Oder... Ja, das kriegen wir schon hin. Ich habe überlegt, ob ich rückwärts reinfahre oder das von oben abkippen soll. Gut. Und nächste Ladung. Also das ist ja mit eines der interessantesten Sachen am bäuerlichen Leben, glaube ich. Aber würde ich fast mal behaupten, Silage herstellen. Es ist so ein gehyptes Thema. Ich meine, keine Ahnung. Bin ja kein Landwirt. Aber ich finde es auch immer sehr spannend und interessant. Das muss ich auch sagen.
Und ganz ehrlich, wenn ich mir aussuchen könnte, irgendwann mal auf einem Bauernhof irgendwas zu machen, dann hätte ich Bock auf Silieren. Im Sommer, schön mal, Spätsommer, schön mal hier beim Maishäckseln dabei zu sein. Das wäre interessant. Oh, ist ja schon wieder voll, ey. Geht aber ruckzuck hier. Eine Bahn voll. Eine Bahn voll. Ah, der Pferd, der Tieranhänger steht ja noch hier bei mir. Hab ich gerade gesehen. Na, der Udo hier einfach stehen lassen. Weil ich, glaube ich, gesagt habe, vielleicht brauche ich noch mal ein paar Tiere. Schön alles raus, sehr gut. Also wir haben ja auch noch die andere Wiese, die da hinten liegt, wo wir vorhin drüber gefahren sind, oder gestern. Hier rechts runter, die haben wir ja auch noch, die ist auch schon geschwadet. Worauf wir halt jetzt noch warten müssen, ist das Heu. Und da vermutlich müssen wir dann Ballen draus machen. Fahren wir mal gerade hier ein bisschen drüber, holen die Schwad weg. Sieht ja immer noch nicht viel aus, gell? Aber irgendwie ist es dann doch mehr. Also drei Wagenladungen im Fahrsilo gleich. Heißt 45.000 Liter. Heißt für mich im Endeffekt, wir werden ganz schön viel Silage haben. Ich nehme gerade mal gucken, ob wir hier, da können wir eigentlich von oben abkippen. Ich glaube, das mache ich nachher mal. Fahren wir hinten rum hoch, mach noch eine hier rein und dann machen wir eine von oben rein und die können wir dann nämlich schön, oder je nachdem können wir sogar von oben runterfahren, verdichten wir gleich mal gleichzeitig noch. Das wäre auch eine Option.
fährt der weiter? Der weiß ja gar nicht wohin. Leo? Ja. Du weißt ja gar nicht wohin. Ich dachte, du hältst kurz an. Ach so. Ich hätte es einfach auf den Hof gestellt. Ja. Kannst auch gucken, ob es direkt bei den Kühen reingeht. Muss man es nicht zweimal anpacken. Jo. Also falls du die Zeit hast. Aber abladen ist abladen. Das stimmt allerdings. Übrigens, ein Ballenspieß hätte ich auch gehabt. Doch. Gut, dann ich danke dir schön, ja. Was kriegst du denn jetzt noch dafür? Wurde dir schon abgezogen. Ah ja, okay. Und fürs Bringen? Nix. Wenn wir dich nicht hätten, ne? Dann wären wir schon längst arm. So. Okay, danke. Jo. Tschüss mal. Ja. Supi. Ja, es wäre natürlich schön gewesen, wenn der Udo noch Zeit gehabt hätte und er hier mitgeholfen hätte beim Gras sammeln. Aber nee, der ist ja einfach abgehauen. Ich gedacht, er wendet mir ein Feld und das war's. Mehr hat er nicht zu tun. So, eine Ladung noch so rein. Und die nächste machen wir dann von oben rein. So der Plan. So. Ah, warte mal, ich könnte mal gerade mal prüfen, ob die Dinger hier schon fertig sind. In 2 Stunden. 2 Stunden. Okay, die sind auch noch nicht an der, noch nicht siliert. Aber das passiert bald. So, dann werden wir morgen aber auch nochmal hier Gras fahren müssen. Bis wir das alles im
Fahrsilo haben. Sehr schön. So. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch schon mal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne morgen wieder rein bei der nächsten Folge Leben auf dem Bauernhof. Bis dahin, macht's gut. Tschüssikowski.